Good morning, everyone. On behalf of the entire team, thank you for joining us on the Microsoft campus at the home of Xbox. I've spent my entire career in interactive entertainment, and I've never been more excited than I am today. 22. November 2013. An diesem Datum wurde die Xbox One in vielen Ländern zum Verkauf freigegeben. Es kommt uns persönlich zwar nicht so vor, als wäre das so lange her, aber unsere Rechenkünste zeigen uns, dass das bereits über 2 Jahre in der Vergangenheit liegt. Ein Anlass, alles mal etwas Revue passieren zu lassen und zu sehen, was aus ihr geworden ist. Der Next-Gen-Konsole unserer Wahl. Speziell die Xbox hat am Anfang vieles falsch gemacht. TV, Sports TV. Damals noch unter der führenden Hand von Don Matrick wurde sie als TV- und Multimedia-Konsole beworben und damit komplett an der eigenen Zielgruppe vorbei. Die ist, wie wir alle wissen, eher an einem interessiert: Spielen. Xbox is about to become the next water cooler. Bei der Vorstellung war aber besonders davon relativ wenig zu hören. Vielmehr drehte sich alles um Fernsehen und DRM-Restriktionen. Speziell letzteres war für Sony eine gute Vorlage, um sich einen Spaß aus den Fehlern Microsofts zu machen. This is how you share your games on PS4. Thanks. Diese vermasselte Präsentation und noch ein paar andere ungünstige Bemerkungen kosteten Don Matrick dann schlussendlich seinen Kopf als Leiter der Xbox-Sparte. Und es wurde nach dem unerwarteten medialen Aufschrei kräftig zurückgerudert. Ersetzt wurde Don Matrick durch Phil Spencer. Und ab diesem Zeitpunkt begann ein zunächst langsamer Aufwärtstrend. Die Xbox wurde ohne Kinect angeboten, um im Preiskampf mit der PS4 mithalten zu können. Die Plattform mit Hilfe von User Voice für die Community geöffnet. Jedoch war damit noch lange nicht alles getan. Spiele zu Anfangs der neuen Konsolengeneration waren alles andere als überwältigend. Titanfall und Forza 5 fehlte der Content. Zu Titanfall gibt es von uns übrigens auch ein Video. Und was aus der Master Chief Collection wurde, wissen wir alle nur zu gut. Auch das Menü war noch immer kaum zu benutzen. Langsam und mit einigen Funktionslücken war der Wechsel von der Xbox 360 eher enttäuschend. Die Community über User Voice und ein Beta-Programm mit einzubeziehen, sollte sich jedoch als ein großes Plus erweisen. Viel verlangte Features wurden nach und nach implementiert. Und die Konsole konnte einige Schwächen im Vergleich zur Vorgängerversion wieder ausbessern. Diese Verbesserungen gipfelten schlussendlich in ein neues Menü, das NXOE, Next Xbox One Experience oder New Xbox One Experience. Hinter diesem Marketingnamen verbarg sich aber tatsächlich mehr als nur heiße Luft. Der Fokus wurde wieder mehr auf Gaming gerichtet, was sich auch mit dem zeitnahen Release des Xbox Elite Controllers verdeutlichte. Das Menü selbst wurde deutlich performanter gemacht und es war endlich nicht mehr eine Barriere zwischen dem User und der gewünschten Funktion. The most important thing is it's fast. It's the thing that we wanted to improve the most. Auch Spiele wurden nach dem schwachen Start von den Entwicklerstudios nachgereicht, um das Next-Gen-Erlebnis dann doch sein Geld wert sein zu lassen. So kam unter anderem Witcher 3, Halo 5, Fallout 4 und diverse andere Spiele auf den Markt, die einem dieses Jahr wohl als eines der besten Spielejahre bezeichnen lassen. Und damit sind wir auch schon wieder beim Hier und Jetzt und unserem Fazit. Unserer Meinung nach hat sich die Xbox One sehr gemausert. Viele Konzepte, die zuerst nicht aufgingen, wurden ausgebessert oder aufgegeben. Der Fokus wurde wieder neu gesetzt und das Schiff steuert wieder in eine klare Richtung, weg von den Klippen. Mit Halo 5, GTA und Forza Horizon 2 haben wir Spiele, die wir nicht missen möchten und dank NXOE ein genießbares Erlebnis. Auch die Zukunft sieht rosig aus. Cortana ist auf dem Weg, die Liste der abwärtskompatiblen Spiele wächst von Mal zu Mal und die Pforten für App-Entwickler stehen kurz vor der Öffnung, was schlussendlich die geplante multimediale Kapazität nachliefern sollte.
So können wir es kaum erwarten, Musikstreaming-Dienste an der Konsole zu verwenden. Andere Dinge sind leider noch immer nicht optimal. Kinect ist leider ein weiteres Mal zu einer glorifizierten Sprachsteuerung verkommen. Auch hier gibt es ein Video unsererseits. Und manch ein Feature von der 360 muss man noch immer missen. So kann man noch immer nicht Musik hören, während man spielt. Das kann doch nicht so schwer sein. Das war nun unsere kurze Meinung. An alle, die die Xbox One haben, schreibt doch in die Kommentare, was ihr so von ihrem jetzigen Zustand haltet. An alle, die sie noch nicht haben, überlegt ihr euch eine zuzulegen? Warum habt ihr sie euch nicht am Launch gekauft? Oder wenn sie euch noch immer nicht überzeugt hat, warum? Würde uns alles sehr interessieren. Damit wünsche ich noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Semikolon. Klammer zu.